DW zum Anschauen. Unser Thema heute, der Erziehungsbegriff. Was ist eigentlich Erziehung? Ein Beispiel. Das ist Paul. Paul entdeckt auf dem Küchentisch einen Teller mit Keksen. Als er ihn zu greifen versucht, fällt der Teller runter und geht kaputt. Sein Vater ist sauer. Er schimpft mit ihm, weil er möchte, dass der Teller ganz bleibt. Darum soll Paul nicht drangehen. Erziehung findet mindestens zwischen zwei Personen statt, wie bei Paul und seinem Vater. Den Vater nennen wir Erzieher, Paul ist der zu Erziehende. Manche benutzen auch noch alte Begriffe wie Zögling oder Edukant. Der Erzieher muss jetzt mit dem zu Erziehenden in Beziehung treten. Pauls Vater schimpft, er tritt mit seinem Sohn in soziale Interaktion. Erziehung geht also vom Erzieher aus und ist immer ein soziales Handeln. Pauls Vater schimpft, weil er möchte, dass sein Sohn in Zukunft den Teller stehen lässt. Sein Handeln hat eine erzieherische Absicht. Der Vater agiert zielorientiert. Erziehung will den zu Erziehenden bei seiner Entwicklung unterstützen. Die Vorstellungen über das Ziel von Erziehung gehen weit auseinander. In vielen Definitionen oder Begriffsbestimmungen fehlt daher ein konkretes Ziel. Sie sagen nur aus, dass Erziehung eine Absicht, ein Ziel hat. Diese Art der Definition nennt man deskriptiv, weil sie Erziehung allgemeingültig, das heißt für alle möglichen Ziele, beschreibt, ohne eins konkret zu benennen. Das machen in der Regel Wissenschaftler. Andere sagen, welche Ziele verfolgt werden sollen. Vor 80 Jahren hätte Paul im nationalsozialistischen Deutschland zum Beispiel ein tüchtiger, tapferer, gehorsamer, Führer und vaterlandsliebender Mann werden sollen. Unabhängig von unserer eigenen Vorstellung sagt also jemand, dass Erziehung eine konkrete Entwicklung unterstützen soll. Diese Begriffsbestimmung gibt ein konkretes Ziel vor. Der Begriff, die Definition wird normativ. Man sagt damit, dass es eine gute Erziehung gibt und woran sich Erzieher möglichst orientieren sollen. Solche Bestimmungen kommen meistens aus der Erziehungspraxis. Fassen wir zusammen. Erziehung findet zwischen zwei Menschen statt, die miteinander interagieren. Der Erzieher handelt zielgerichtet. Er hat eine Absicht. Dabei hilft und unterstützt er den zu Erziehenden bei seiner Entwicklung. Wenn ich das Ziel offen lasse, versuche ich das Phänomen Erziehung zu beschreiben. Das nennt man deskriptiv. Lege ich das Ziel fest, sage ich, woran sich Erzieher orientieren sollen, nennt man das normativ.